Hallo, ich bin Elienix und ich zeige euch heute alles über die geheime Waldlichtung in Willow Creek. Viel Spaß! Die geheime Waldlichtung ist einer der vielen geheimen Orte in The Sims 4. Und was diesen so besonders macht, ihr benötigt dafür wirklich nur das Base Game. Also ihr braucht keine Erweiterungen, keine Mods, keinen Custom Content, gar nichts. Einfach nur die Erweiterung, einfach nur das Base Game und schon könnt ihr mit eurem Sim in die geheime Waldlichtung reisen. Zudem braucht auch euer Sim absolut keine speziellen Fähigkeiten. Also es kann wirklich jeder Sim, jedes Alters, einfach dorthin, wenn er gerade möchte. Ich zeige euch heute nicht nur, wie ihr in diesen Ort kommt, sondern auch, wie ihr den Eingang ganz einfach auf euer eigenes Grundstück stellen könnt. Ja, wirklich, da bin ich selbst erst vor kurzem drauf gekommen und deswegen habe ich mir gedacht, packe ich das einfach mal in ein Video und teile ich mit euch. Perfekt, dann los geht's! Um zur Waldlichtung zu gelangen, müsst ihr einfach nur nach Willow Creek reisen und zwar in eines der Wohngrundstücke hier in Foundry Cove. Das im Süden von Willow Creek gelegene Foundry Cove hat jede Menge Charakter. Und hier tummeln sich auch die unterschiedlichsten Charaktere. Seine Bewohner leben in bescheidenen Häusern und profitieren vom nahegelegenen Kanal mit Angelmöglichkeiten und einer zauberhaften, aktiven Bahnstrecke. Genau, also einfach auf irgendeines dieser Grundstücke reisen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses zum einsamen Bächlein, einfach weil es leer steht. Unterwegs bin ich heute übrigens mit Marie Smith. Das ist sie und sie muss sehr dringend pinkeln. Und ja, das ist meine Mod-Familie und mit ihr werde ich euch jetzt einfach den Weg dorthin zeigen. Und wir werden uns jetzt hier da hinten die Bäume ein wenig genauer ansehen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dieser hier sieht ein wenig anders aus als die anderen. Und das liegt daran, dass sich hier der geheime Eingang befindet. Euer Sim muss jetzt circa 3 bis 5 Mal den Baum ansehen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mitgezählt. Und dann werden weitere Interaktionen damit freigeschalten. Wir können ihn jetzt schon bewässern und über Natur reden. Am besten klickt ihr da einfach auf alle Optionen drauf, die euch unterkommen. Nachdem sie den Baum jetzt bewässert hat, können wir sehen, dass sich hier jetzt ein Eingang gebildet hat. Und jetzt können wir auch schon auf Erkunden klicken. Und jetzt geht Marie in den Baum hinein. Marie ist jetzt im Baum und jetzt startet ein Baumabenteuer. Dieser Baumstamm ist viel größer als erwartet. Es ist dunkel hier, aber irgendwie gar nicht beängstigend. Ein blasses Leuchten ist die einzige Lichtquelle und ein sanftes Plätschern das einzige Geräusch. Hier ist es jetzt ganz wichtig, dass wir die richtigen Dinge klicken. Und zwar als erstes müssen wir hier auf Geräusch folgen klicken. Und schon kommt das nächste. Marie steigt weiter ins Dunkel hinab. Ein sanftes Plätschern sagt ihr, dass sie in einen seichten Fluss gestiegen ist. Hier müssen wir jetzt flussabwärts gehen. Marie folgt dem Fluss nach unten und hofft, dass er nicht in einem Abwasserkanal endet. Sie wird auf einen ätherischen Nebel aufmerksam, der unheilvoll leuchtet. Und hier müsst ihr jetzt in den Nebel gehen. Der Nebel ist warm und angenehm, soweit man das von Nebel behaupten kann. Ohne Vorwarnung wird Marie herumgeschleudert und findet sich am Höhlenausgang wieder. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir zur Lichtung gehen oder zurück zum Baumeingang. Und natürlich wollen wir zur Waldlichtung gehen. Dann kommt noch ein Pop-up, Marie auf die Waldlichtung schicken. Okay. Jetzt sind wir hier gelandet. Das ist die Waldlichtung. Ich finde die Waldlichtung großartig. Es sieht erstens wunderschön aus und zweitens gibt es hier nicht wirklich Tag und Nacht. Also es herrscht ständig dieses Zwielicht. Was übrigens auch bedeutet, dass eure Vampire hier nicht in der Sonne verbrennen können, weil es gibt ja keine direkte Sonneneinstrahlung. Hier sind wir ja hineingekommen und hier kommen wir auch wieder weg. Also wenn ihr zurück nach Hause möchtet, klickt einfach auf den Baum und dann auf zurück nach Hause. In der Waldlichtung selbst gibt es hier jetzt nicht so spannende Dinge zu finden, also wir können hier angeln gehen oder nach Fröschen suchen und auch hier hinten ist ein Spot zum Angeln. Offiziell kann man hier auch nicht wirklich mehr machen, aber mit Hilfe von einem Cheat können wir hier bauen. Und zwar mit Hilfe von Steuerung, Umschalt und C, also Umschalt ist die Taste, mit der ihr groß schreibt, öffnet ihr die Cheat-Leiste. Und hier tippt ihr jetzt ein Testing, Cheats, True und drückt auf Enter. Jetzt haben wir die Cheats aktiviert. Und jetzt geben wir hier ein EB, also BB, Enable Rebuild und klicken wieder auf Enter. Und jetzt ist der Free Build Mode aktiviert. Jetzt können wir, wie ihr seht, auf den Baumodus zugreifen.
Wenn wir jetzt auf den Baumodus gehen, dann sehen wir, dass hier ein kleiner Spot ist, auf dem wir bauen können. Und zwar ist es ein 15x10 Spot. Ihr könnt hier entweder selbst etwas bauen oder ihr ladet euch etwas aus der Galerie herunter. Eurer Fantasie sind hier prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Nina von Simfinity hat bei ihrer Disney Legacy zum Beispiel hier ein Baumhaus platziert. Moment, ich suche das schnell in die Galerie. Auf Grundstücke, dann aktuelle Grundstücksgröße 15x10, hier sehen wir es noch einmal. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Wenn ich mich recht erinnere, hat Nina damals den Hashtag Simfinity Baumhaus benutzt. Ja, genau. Dann gehen wir hier noch auf am beliebtesten und nehmen am besten jetzt einfach mal das erste. Das ist von Tutsi07. Sieht unglaublich schön aus. Und anhand der Kommentare sollte auch alles funktionieren. Deswegen klicken wir jetzt hier rechts unten auf Grundstück platzieren. Ja, möbliert. Und den Schauplatztyp lassen wir jetzt auch einmal. Hier haben wir jetzt das Baumhaus und ich sehe, Marie hat es sich schon gemütlich gemacht. Sie räumt nämlich den Müll weg, okay, und jetzt möchte sie Geige üben. Ja, diesen Ort kann man wirklich super für Storytelling nutzen. Also zum Beispiel eben als Geheimversteck für Kinder oder geheimer Partyort von Teenagern. Oder wenn einer eurer Zimmer mal von zu Hause wegläuft, kann er sich hier verstecken. Es gibt zig Möglichkeiten, wie man diesen Ort cool nutzen kann. Und zum Abschluss zeige ich euch noch, wie versprochen, wie man von seinem eigenen Wohngrundstück hier zur Waldlichtung kommt. Und dafür muss euer Sim jetzt wieder nach Hause. Wir sind jetzt wieder zu Hause bei der Familie angelangt und jetzt zeige ich euch, wie wir von hier aus zur Waldlichtung kommen. Ihr werdet es euch vermutlich schon gedacht haben, wir müssen den Baum jetzt nämlich hier auf diesem Grundstück platzieren. Dafür gehen wir jetzt erst einmal in den Baumodus. Und bevor wir diesen platzieren können, müssen wir ein wenig cheaten. Der Baum ist nämlich ein Debug-Objekt und das bedeutet, er ist eigentlich nur für dieses eine Grundstück vorgesehen und wir als SpielerInnen sollten ihn nicht platzieren können. Aber ja, für was gibt es Cheats? Jetzt klicken wir wieder auf Steuerung Umschalt und C. Wenn ihr es vorhin nicht schon gemacht habt, dann müsst ihr jetzt die Cheats einmal aktivieren. Das machen wir mit Testing Cheats True. Im nächsten Schritt geben wir jetzt ein BB Show Hidden Objects. Einen Cheat müssen wir jetzt noch eingeben und zwar BB Live Edit Objects. So, jetzt haben wir fertig gecheatet und jetzt geben wir in die Suchleiste ein geheimnisvoller Baum. Und hier ist er dann auch schon. Den können wir jetzt hier platzieren. Wie wir sehen, es ist der gleiche Baum, den wir vorhin als Portal genutzt haben. Und indem wir ihn jetzt wieder ansehen und eben die ganzen anderen Sachen machen, können wir jetzt von hier aus, also von unserem eigenen Grundstück, in die geheime Waldlichtung reisen. Gut, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich, ihr konntet ein paar Dinge erfahren, die ihr noch nicht gewusst habt. Und wenn du jetzt schon eine Idee hast, wie du die geheime Waldlichtung in dein Spiel einbindest, schreib es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und wie immer, ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über jeden Follow. Ich bin ganz neu bei YouTube und kann genau deine Unterstützung auf jeden Fall gebrauchen. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!